Ja, sieht jetzt nicht wirklich schön aus, aber... egal. Ach, mein Werkbank-Rucksack geht dann auch nicht mehr, ne? Nein. Das ist nur nicht schlimm. Ein ganz anderes System jetzt, Ende. Dann kann ich das ja auch wegtun eigentlich und woanders hinlegen, ne? Das habe ich ja eigentlich auch gesagt. Ja, ich weiß. Wer denn nie eine? Ich suche hier eine Werkbank. Hier war doch eine. Da oben an der Wand. Hier. Die sind ich nehme die. Er hat schon. Über mir ist eine Werkbank gewesen. Ah, da. Oh, die. Oh. Ich habe meinen Rucksack verbrannt. Das sieht falsch aus. Da müsst ihr, das wäre jetzt witzig, wenn da jetzt was Sinnvolles bei rausgekommen wäre, ne? Ich finde es so gut, dass die Rezepte auch oben angezeigt werden. Ach so, ja, stimmt. Die Eimer sind aber noch nicht... Wie soll ich am besten das Muster machen? Das Muster? An der Treppe. Das brauchen wir. Hab ich noch Falltür? Ach so. So war das. Nein. Guck, das Holz da unten. Ja. Ach so. Hat keiner gesehen. Und habe ich die Türen? Weißt du was? Das irritiert mich jetzt. Ich pack die erstmal hier rein. Den und den. So. Habe ich das jetzt auch wirklich. Nein! Moment. Ich tippe heute andauernd daneben. Kann man auch aus Kohle Falltüren bauen? Nein. Oh. Ich glaube, ich muss mal ein paar Bretter machen. Dann könntest du eigentlich... Du möchtest immer so... Fackeln. Oh, das ist... Das mit dem Bauen, das ist geil hier, die Animation. Gefällt mir wirklich gut. Da. Könnte man, ja, hier Karten haben ja nicht viel Freiheit. Da machst du einfach so und dann haust du wieder. Wenn da kein Kies wäre. Ach, da ist schon eine Fackel. Fertig! Du machst es immer so. Dann immer weiter so. Und dann wieder Bretter. Hoch. Und am besten machst du. Sind das jetzt Eichen oder Birken? Das ist Eiche. Eiche, gut. Birke ist heller. Und dann machst du hier unten, fängst du an, dann machst du oben weiter, weil. Falls das denn nicht. Ganz genau passt, ist dann in der Mitte, so kannst du dann so ein bisschen mit Bretter abschließen oder so. Also einfach hier weitermachen bis oben. Ziegelstufe, genau. Erde, ich glaube, ich muss mir Holz holen. Okay. Also machst unten zum Beispiel fünfmal, machst oben fünfmal. Irgendwann kommt dann, schließt dann so in die Mitte ab und dann guckst, ob die symmetrisch ist oder ob du da das Muster nachhelfen musst. Okay. Das reicht nämlich nicht. Ich mache erstmal so weit ich bauen kann. Dann kann hier. Hühnchen. Oh, das Huhn ist gestorben. Hühnchen. Ist in den Block reingeglitscht. Das ist natürlich doof. Hühnchen. Das Hühnchen schwimmt. Schwimmhühnchen. Da kam früher schon mal mehr raus. Sind Eiern. Oh, die falsche Stufe. Ich bin ja doof. Wie die mir zugucken, die Küken. Ey! So. Ah, jetzt fehlt. Also, ich brauche Fichtenholz. Tschüss. Oder hast du nichts mehr, ne? Nee. Aber du, wenn du magst, kannst du Knochenmehl mitbringen. Mach ich. Soll ich die Eimer wieder mitnehmen? Ja, du kannst sie wieder wegsortieren. Ja, dann gib sie mir mal. Oder hast du die in eine Truhe getan? Ich weiß nicht, wo die Eimer sind. Ich hab. Die hast du hier reingetan. Nein, ich hab nur Rucksack an.
Das wird schon langsam hier, ne? Oh, oh, oh. Ah, Nina macht Innenausbau. So, dann brauche ich noch die anderen Strohdinger. Okay. Ich muss mal wieder Chance laden. So. Ja, das läuft heute ein bisschen ruckliger, weil ich nicht im Vollbildmodus aufnehmen kann. Ich konnte das nicht umstellen. Ich hatte das vergessen. Ich werde alt. Oben waren die. Hier kommen die Eimer hin. Hier. Batsch, batsch, batsch. So, die sind erstmal drin. Knochenmehl gibt's ja hier. Na, Hundi, willst du auch Knochenmehl? Ja, so. Hier sind die Eier, bringe ich auch gleich mit, die hier rum. Die sind bald mehr Hühner als oben, hier unten. Oh Mann. Ich mache jetzt alle Knochen, die wir haben, zu Knochenmehl, ne? Nee, lieber nicht. Nee? Nee, nee. Ich habe nur 14 Knochenmehl dann. Ist das ausreichend? Du kannst die anderen ein bisschen zerkleinern, aber nicht alle. Weil daraus macht man ja die Blöcke später. Oder acht mit zerkleinern alle. Das passt schon. Wir haben nur ganz wenig. Wir haben einmal 55. Ich weiß nicht, wie viel Knochenmehl man daraus kriegt. Oh nee, zerklopp alle. Ich farm die später nach. Ich habe sie gar nicht mitgenommen. Ich habe einige Knochen, die ich nicht gebrauchen kann, wenn ihr welche braucht. Einige Knochen? Dürfen wir die aus dir rausschneiden? Nein, aber die könnt ihr bei mir aus den Kisten holen. Also, ich weiß ja nicht. Jetzt habe ich 3 Stacks Knochen mehr. Ja, da reicht ein Stack. Gut, den anderen lasse ich dann hier, ne? Guten Tag. So. So. Habe ich das auch noch schön gemacht? Die Eier nehme ich mit. Dann hole ich mir jetzt... Ich wollte auch noch Holz haben. Deswegen war ich doch hier unten. Meine Fresse, ist das heute wieder schlimm. Fichtenholz. Ich gehe abbauen. Ich weiß, wo ich mir Fichtenholz holen. Wir haben ja letztes Mal ganz schön viel verbraucht. Mhm. Sind unsere Lagerbestände etwas erschöpft. Jetzt nehme ich erstmal die olle Fackel hier weg. Guten Tag. Hallo. Willst du das Knochenmehl gleich haben? Nee, ich komme später nach. Gut, ich gehe jetzt aber erstmal Zombies töten. Komm, Punkt. Komm zu mir. Ah, hallo Erik. Tschüss. Du hörst dich nicht, was ich mache. Und jetzt gehe ich zur Baumfarm und hol mir Fichtenholz. Ja, die ist ja neu. Wir haben die neu gemacht. Ausnahme. Ihr habt die Baumfarm neu gemacht? Was? Ja, wir haben die Farmwelt neu gemacht. Nee, ich bin bei der Baumfarm. Ach. Ich meine was anderes, Nina. Sorry. Ich bin gerade am Bauen. Wo bist du? Am Bauen. Ja, macht nichts. Da glitscht gerade ein Stein. Ich bin am Klauen. Oh, ich liebe unsere Baumfarm. Ich bin gern bei unserer Baumfarm. Und die läuft immer flüssig, die Baumfarm. Deswegen ist das mein Lieblingsplatz. So, ich brauche mal eine Axt. Bleed! Nein. Na, dann ist ja gut. Was machst du gerade? Ich farm Obsidian. Ach so. Warum das denn? Hast du was vor, dir zu bauen? Ja. Ist das geheim? Also, nein. Erzähl. Ja. Ja, ich brauch's ein bisschen als Abschrankung und ein bisschen ich in diesem unteren Stock, nicht das Labor da unten, in diesem Keller baue ich ein bisschen Obsidian ein, damit es ein bisschen schöner aussieht und unter den Kisten auch.
Haben dir die Äpfel denn geschmeckt? Wie gesagt, habe ich in die Kiste geschmissen. Das haben wir nur gemacht, weil wir an dich gedacht haben. Wir haben dich vermisst. Und was habt ihr gedacht, als ihr das Schild gelesen habt mit Zutritt untersagt? Ja, dass wir als Admin Zutritt überall haben. Hausfriedensbruch. Nö, ein Admin kann nie Hausfriedensbruch betreiben. Ich bin Polizist, das ist in Ordnung. Die Polizei kann das auch, wenn sie keinen Durchsuchungsbefehl haben. Haben wir aber. Den möchte ich gerne schriftlich haben. Unterschrieben vom Chef. Ja, Manfred ist... Alles archiviert. Alles archiviert. Archiviert. Ja, du hast es richtig gesagt, ich nicht. Aber ich habe das mit Absicht falsch gesagt. Oh, ich liebe die Baumfarm. Ich will immer in der Baumfarm sein, ihr könnt mich hier einsperren. Ja, dann heirate sie doch. Mach ich auch gleich. Aber dann haben wir ein Problem. Warum? Du bist der einzige Priester im Dorf. Na und? Ich bin evangelisch, da darf ich auch heiraten. Ja. So, habe ich eben beschlossen. Hast du? Okay. Ja, ich und meine LSD-Schafe. Oh ja, die LSD-Schafe. Sind aber ganz schön lange berauscht, die Jungs. Ja, ich berausche mich nachher auch. Ich werde pupsen und dann bin ich auch berauscht. Was denn? Danke für die Details. Habe ich ja noch nicht von mir gegeben. Das reicht schon. Wenn ich furze, dann braucht man keinen Nasenhaartrimmer mehr. Da weiß man direkt, was das Erdbeben in Alaska 802 ausgelöst hat. Bleib mal stehen, Manfred. Bleib mal stehen, bitte. Ich muss da ein Foto von machen. Halt, warte, ich habe meine Papageien vergessen. Ja, warte, die fehlen auch noch. Da hast du allerdings recht. Ich schalte auch nochmal extra. Und dann die da hinten im Hintergrund. Ja, das passt. Hä? Ich sehe meine Papageien nicht. Ich sehe deine Papageien auch nicht. Hä? Habe ich meine Papageien noch? Ja, Gott sei Dank. Weite? Ach so, ich muss die Farbe auch auswählen. Ja, so schön. Ja, so bleib mal stehen, so steht's so gut. So, kriegst du nachher zugeschickt. Dankeschön! War mir ein Vergnügen. Werde ich an die Bild verkaufen. Bekiffter Polizist. Oder so, als Überschrift. Ich muss mir noch mehr ausdenken. Kann jetzt gerade nicht. Ich habe keinen Finger frei, um mir eine Geschichte rauszusaugen. Ich gehe mal über meine hässliche Brücke zum Rathaus. Und dann? Dann gehe ich erstmal Herr Ziegenknödel besuchen. Willst du wieder mal an seinen Knödel ziegeln? Ach, heute ist eine Frau Meier da. Wo ist Herr Ziegenknödel? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der ist in Urlaub. Beurlaubt? Aha. Da ist doch Herr Ziegenknödel. Ja, ist beurlaubt. Der macht gerade Sommerurlaub. Ach so. Hallo, Frau Meier. Ich habe doch die Google-Augen ausgestellt. Warum hat sie denn noch welche? Hilfe? Was machst du da drin? Ich habe ihn aus den rechts geklickt. Komm ich raus? Scheiße. Muss dich zu mir teleportieren. Komm mal näher. Ja, oder so. Der gute. Jetzt sind wir beide drin. Warte, ich habe eine Idee. Warte. Bist du mitgekommen? Nein. Schade. Der guckt da oben. Da oben guckt er noch. Da. Hallo. Ich komme mal wieder hoch. Vielleicht. Ja, aber du hast dich doch bei mir raufgesetzt, ne? Dann hättest du doch eigentlich mit rauskommen müssen. Nee, du hast... Ich hab dich auf mir gesetzt. Aber wenn ich da schon nur zuhöre, dann bin ich froh, bin ich auf einer anderen Insel. Mach recht weg. Hey, jo.
Hat die bei dir auch Glubschaugen? Nein. Nee. Ach, das ist der Hut. Die hat so einen Froschhut auf. Hey, Robert, ich geh mal wieder Herzienknödel. Ich arbeite aber heute hier. Ich komm nicht mehr raus. Hallo, Nina. Guck mal, der ist schon wieder da drin. Das gefällt ihm. Komm mal rein, Nina. Nein. Doch, komm mal rein. Nein. Komm, ich wette um 5 Euro, dass du es nicht schaffst. Bei mir steht wirklich auch nur Herr. Hä? Bei mir steht Herr Ziegenknödel. Bei mir nur Herr. Bei mir ich, auch. Ich hatte die Folge ein bisschen angefangen. Komm, Nina, wir wetten um 5 Euro. Komm mal rein. Nee, ich hab den... Guck mal, wie er dich anguckt. Ja. Sie kommt aber nicht, sie kommt aber nicht. Komm, komm mal durch die Tür. Nein. Oh! Ja gut, wenn ihr euch eure Liebesbeweise austauscht, das muss ich jetzt nicht mit ansehen. Was, hol mich raus. Oh, gehst du jetzt weg? Wir können ihn doch nicht da drinnen lassen. Dann müssen wir alles alleine machen. Hallo. Hallo. Ich will da gerade reingehen. Da kommt da ein Kopf raus. So. Ja, komm da nicht mehr rein. Tschüss. Ich wollte da eben noch Blöcke vorsetzen. Oh. Bin ein lieber alter Mann. Eine wahre Frohnatur. Mit Inventar hier mitnehmen wird wohl nichts. Ich habe alles voller Eier. Du kannst mir deine Eier geben. Kannst du gerne unten alle zerkloppen, aber auf, dass die nicht sterben dabei. Das ist tragisch. Gustav haut mich denn immer. Ich wollte jetzt nicht die Axt wegmachen. Spitzhacke. Ach, eine Axt. Na, Blät, bist du noch da? Lucy. Erzähl mal was. Ich mag Kekse. Du magst nichts erzählen? Er mag Käse. Ach so. Nein, Kekse. Kekse. Käsekekse. Käsecracker. Ich wusste genau, dass das jetzt kommt. Was aber nein, nein, nicht Käsekekse, das passt nicht gut zusammen. Käsecracker, also habe ich gesagt. Käsekekse. Hier ist ein Zombie drin! Bin ich ausgeleuchtet? Anscheinend reicht das nicht ganz. Scheiße. Nein. Ja, die machen doch unsere Hühner tot oder tun die den Hühnern nix? Nee, nee. Achso. Ja, du hast den Fußboden und die Decke vergessen. Ich wusste ja jetzt nicht, wie ich die machen soll. Einfach frei nach Schnauze. Ah. Nimm's immer auf die Schnauze. Nimm's einfach Fichten. Treppenstufen, wie du möchtest. Du musst die eben Fichte holen. Und du kannst deine Eier hier unten auch mal ablassen. Meine Eier? Ich lege ich jetzt hier rein. Ach so, weil hier noch ein dunkler Fleck ist. Ja, ja, vorm Brunnen war der gewesen. Aber wir haben ja hier, das würde ja die Symmetrie zerstören. Nein. Eine Spinne versperrt mir den Weg. Wir werden hier auf dem Stroh noch Fackeln setzen, das passt doch. Nee, nicht, dass das dann hier abbrennt. Oh, das sieht schön aus. Manfred, das sieht super geil aus mit dem Schäder. Ich glaube, hier brauchen wir nicht, weil hier sind die Glowstone-Lampen. Ich glaube, dieser schwarze Fleck hier, der verursacht ist. Ja, da müssen wir uns hier vielleicht noch was einfallen lassen, ne? Oder wir machen noch einen Weg zu dem Brunnen und machen da Glowstone rein oder so. Ein bisschen haben wir noch. Nur mal so als Idee jetzt, ich weiß sonst auch nicht. Stimmt, ich könnte mit grobe Erde den Boden verfeinern. Ja, oder so. Ich bin gleich wieder da. Wegkommt, 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 wegkommt. Ach, Ninas Rattenkeller ist praktisch. Nina ist. Das darfst du keinem erzählen. Macht man schöne Dinge. Im Keller? Ich hab unten so viele Hühner. Ich hab mir Fichtenholz geholt. Ach so, sagt man jetzt dazu. Früher hat man Knallen gesagt, heute sagt man, ich hab nur Fichtenholz geholt.
Oh. Ist was blöd? Oh. Ich glaube, er ist gerade gestorben. Wieso? Nein. Brauche ich noch? Ich bin auf diesem Server noch kein einziges Mal gestorben. Moment, warte, ich muss mich mal ganz kurz einbauen. Moment. Ach ja, ich habe ja noch was vergessen. Ob Stastiken. Also, wenn ich hier. Olli! Manfred! Warte, wo? Schade. Ja, fast null. Granit, warum habe ich denn hier Granit drin? Ich habe aber. Die Zahl bekomme ich schnell hoch, also da kann ich dir helfen. Nee, ich kann dir helfen, wenn also ich wieder anfange zu bauen. Wir sind jetzt dann bald 60. Mache ich erstmal die Leitern ran. Deine Tode zielen nicht, wir sind schon länger auf dem Server. Ja, und dann doch die Tode, die ich aus der Seele verursacht habe. Das tut doch mehr weh. Hast du meinen Mann ermordet? Mehrmals? So ist sie. Die Downstaff bringt sie erstmal so einen riesen Loopy mit in die Base, der erstmal alles frisst. Oh. Nö, das war nicht ich, das waren die Schweine. Ja, immer haben die anderen Schuld. Ja, das kennen wir, ne? Immer ablenken. Warte mal, ich brauche erst. Aber weißt du, was gut ist? Vorhin haben sie die Schuld immer auf mich geschoben, jetzt bist du endlich dran. Ja, wenn Nina nicht Schuld hat, hat automatisch Blade Schuld, dann hab ich Schuld und dann hat Gustav Schuld. Ne, Manfred, ist richtig gewesen, ne? Das ist richtig. Diese Logik, ich muss noch sehr viel lernen. Ja, das kannst du mir glauben, Kind. Du musst noch. Warum habe ich denn die Fackeln hier schon gesetzt? Ich bin ja doof. Ja, du musst auch noch sehr viel lernen. Ich habe mich hingesetzt. Ich brauche ein Huhn. Warum habe ich jetzt. Ach, das sind Bretter. Habe ich die alle verbraucht? Oh. Die alle rumrennen. Bergbank? Bergbank? Dann nehme ich die. Achso, die habe ich auch so abgebaut. Nö, ist nicht so schlimm. Hier ist ja noch eine. Die meinte ja Nina vorhin. Eine Probe Erde braucht Platz. Genau. Danach haben wir keine mehr. Ich überlege gerade, was passieren würde, wenn jetzt wie ein Creeper wäre. Habe ich mir gerade so vorgestellt, Während ich gebaut habe. Den verlasse ich das Spiel. Was, wie geht das schon wieder? Slash Spawn Mob, oder? Spawn Mob, ja, das war, glaube ich, der Befehl. Die Eier schon geschmissen? Nein, noch nicht, soll ich? Ja, bitte. Gut, mir gleich wieder denkt. Klappt nicht so wie ich will. Aber das macht nichts. Hätte mich auch gewundert, wenn mal was klappen würde, so wie ich will. Jetzt klappt es so wie ich will. Ich kann ja hier hochklettern. Geil. Ups, wollte ich nicht. Ja, das sagen sie immer. Ups, das wollte ich nicht. Und dann zog sie das Messer aus ihm raus. Diesen Ups ist meine Schwester ein Kandidat. Fällt irgendwas oder die Wasserflasche, der Becher, die Fernbedienung. Ups! Upsi. Richtig unschuldig. Ja, dennoch unschuldig lächeln. So. Meine Mutter sitzt ja da mit einem halben Wutanfall und sie so, ups. Kann nochmal passieren? Oh nein, ich hab das mit dem Wein umgestoßen. Aber einmal ist ein roter Fleck. Ja, sie kann doch froh sein, dass das nur Wein ist. Und nicht ihr Blut. Meine Schwester hat das auch gebracht. So kurz vorhin so, ja, aufpassen, Rotwein geht fast nicht mehr aus den Kleinen. Was macht sie? Ja. Na, das, was ich gehört, als logische Konsequenz. Rotwein auskippen.